So, liebe Community, jeder von euch, der mir immer wieder vorwirft, ah, du meckerst so viel über Jurassic World Dominion, du hypst Jurassic Park so sehr, Mann, das geht mir so auf die Nerven. Euch würde dieses Video jetzt hier sehr freuen, denn in diesem Video verpasse ich mir wahrscheinlich selber einen Tritt in die Eier. Es geht um eine Aussage, die in Jurassic World Dominion getroffen wurde, oder eher um eine Kritik, die auch ich an Jurassic World generell anbringe. Und diese Kritik trifft tatsächlich wesentlich mehr auf Jurassic Park ein. Zu. Nicht ein. Sie trifft zu. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Video geht es speziell um einen Dinosaurier, wie ihr auch schon aus dem Thumbnail erkennen könnt, um den Dilophosaurus aus Jurassic Park. Ich glaube, am bekanntesten aus Jurassic Park. Den Dilophosaurus sehen wir auch in Jurassic World Dominion wieder, beziehungsweise sehen wir da sogar mehrere von den Dilophosauriern, die aber nicht wirklich eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass der Auftritt in Jurassic Park immer noch prägnanter in Erinnerung bleiben wird, als der aus Jurassic World Dominion. Und an sich ist diese Szene wahrscheinlich eine der coolsten Dinosaurier-Todesszenen aus dem gesamten Franchise. Ich weiß noch, wo ich ein Ranking darüber gemacht habe, was denn jetzt für mich der prägnanteste Tod aus Jurassic Park ist. Da haben mir viele in die Kommentare geschrieben, ich fand den Tod von Dennis Nedry ein bisschen heftiger. In einem anderen Video, was ich dir mal hier oben verlinkt habe, habe ich den Tod von Dennis Nedry besprochen, wie er im Buch passiert ist. Aber Achtung, klick gerne drauf, aber dafür musst du ein bisschen hart gesonnen sein, weil das Ganze ist doch nicht so ohne. Im Buch ist das wesentlich brutaler als jetzt hier im Film. Noch dazu geht das Buch ein bisschen akkurater mit dem Dilophosaurus an sich um. Wenn man den Namen dieses Dinosauriers hört, denkt man doch eigentlich sofort an den aufspringenden Kragen des Dilophosaurus und eben an das Spucken dieser giftigen Substanz. Jetzt kommen wir zu der Kritik, von der ich am Anfang gesprochen habe. Die Kritik, die ich Jurassic World eigentlich schon von Anfang an gebe, die sogar im Film selber angesprochen wird, in dem gesagt wird, alles muss immer größer und besser sein und mehr Zähne haben. Do they always have to go bigger? Und das ist ja auch so eine Kritik eben, die der Film sich gefallen lassen muss. Sehr viele Filme heutzutage, alles muss irgendwie größer, krasser und besser sein. Und das trifft im Endeffekt aber auch auf Jurassic Park zu. Und hier muss ich mir wirklich eingestehen, ja, da kann ich nicht drum herum reden. Denn wenn wir uns den Dilophosaurus mal ansehen, hat Steven Spielberg hier sehr viel dazu gedichtet, damit das Tier in irgendeiner Form noch schrecklicher wirkt, als es wirklich ist. Auch Michael Crichton hat sich hier seine eigenen kleinen Freiheiten erlaubt. Kommen wir vielleicht erstmal ganz kurz zu den Freiheiten von Michael Crichton. Denn dass der Dilophosaurus Gift gespuckt hat, wie wir es im Film sehen, das ist so nie bestätigt worden. Und Paläontologen sind sich sogar einig, nee, so wird der Gift wahrscheinlich nicht gespuckt haben können. Man geht davon aus, dass die Dinosaurier von früher sehr häufig auch eigenen Speichel produzieren konnten, wo eben sehr viele Krankheiten drin gesteckt haben. Und deswegen konnten sie auch damit Bissen ihre Opfer lähmen, quasi mit dem Speichel. Aber sie konnten das eben nicht spucken wie Lamas. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wo hat jetzt aber Steven Spielberg sich seine eigenen Freiheiten gegeben, um das Tier quasi, na, nicht unbedingt größer zu machen, dazu kommen wir nämlich gleich noch, aber schrecklicher zu machen, krasser zu machen, fieser zu machen. Dilophosaurus im Buch ist nämlich um einiges größer als der im Film. Als der nämlich im Jurassic Park Film vor Dennis Nedry steht, sehen wir ja, dass er ihm auf jeden Fall nicht höher als bis zum Bauch geht und deswegen relativ klein noch ist. Im Buch ist das eine andere Geschichte. Im Buch ist das Tier um die 7 Meter lang, packt Dennis Nedry auch am Kopf, zieht ihn ganz nach oben und zerschmettert ihm dann eben die Birne mit seinem starken Kiefer. Spielberg hat sich diese Freiheit beim Dilophosaurus aber erlaubt, um ihn so ein bisschen niedlicher wirken zu lassen, damit später der Effekt mit dem Kragen umso heftiger kommt. Ja, wir haben erst so einen ganz kleinen Dinosaurier, man kannte den früher noch nicht so wirklich, wenn man eben kein Dino-Experte gewesen ist. Und auf einmal fängt er an, seinen Kragen aufzustellen und dieses Gift zu spucken. Und das sollte eben der böse Effekt sein. Der Dilophosaurus hat diesen Kragen ebenfalls nicht gehabt. Sind sich Paläontologen nahezu hundertprozentig sicher. Und ich weiß, da ecke ich immer mit ein paar Leuten an, die meinen, ich weiß irgendwas besser. Ey, wenn ihr meint, ihr habt aktuelle Daten für mich, wo gesagt wird, doch, es gab diesen Kragen auf jeden Fall. Diese Daten müssen spätestens aus dem Jahr 2020 sein. Da habe ich nämlich auch meine Informationen jetzt her. Und ihr müsst mir einen Link zur Quelle angeben. Ansonsten schreibt mir halt einen Kommentar. Und ich werde ihn eben unkommentiert stehen lassen müssen, weil ich auf Kommentare ohne
dasselbe Quellen, was sowas angeht, eben nicht eingehen kann, werdet ihr verstehen. Der Dilophosaurus war also laut aktuellen Daten um einiges größer als in Jurassic Park, nämlich um die 6 bis 7 Meter lang, und von der Höhe her konnte er 2 bis 3 Meter erreichen, also er war schon mindestens so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Und er hatte eben keinen Kragen. Außerdem konnte er auch kein Gift spucken, wie man das eben im Film sieht. Das heißt, hier hat sogar Steven Spielberg genau das gemacht, was ich immer an Jurassic World kritisiere. Dieses Video verdanke ich einem Zuschauer, der mir diesen Fakt nämlich zukommen lassen hat, der nicht genannt werden wollte. Ey, vollkommen cool, alles in Ordnung. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Schreiben über Instagram. Das war mir so ein Gemecker, was du rüber geschickt hast, aber ich hab's vernommen, ich hab nachgeschaut, du hast vollkommen recht. Es macht total Sinn, die Kritik, die ich auch an Jurassic World anwende, jetzt auch auf Jurassic Park anzuwenden. Immer größer, krasser, heftiger, besser. Hierbei geht es nicht einfach nur darum, dass der Dilophosaurus unakkurat dargestellt wurde. Nein, er wurde ganz bewusst so in Szene gesetzt, damit er eben einen bestimmten filmischen Effekt hat. Wenn dir sonst noch Kritiken von mir auf die Nerven gehen, weil ich immer Jurassic World kritisiere und du sagst, ey, das kannst du aber auch auf Jurassic Park anwenden, schreib mir das in die Kommentare unten rein. Ich gehe gerne darauf ein und sehe mal, ob du damit recht hast. In diesem Sinne bin ich hier raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.